Was geht? Heute zeige ich euch, wie man auf die fetteste Art und Weise seine alten Griffe abmacht. Und wie man flutschi flutschi ganz locker und leicht einen neuen Griff noch krasser neu wieder drauf macht. Ja? Also checkt das Video. Nee, jetzt mal im Ernst. Ich empfehle Feuerzeugbenzin. Die Vorteile, es ist recht günstig im Drogeriemarkt zu kaufen. Das hier zum Beispiel hat 1,60 Euro gekostet. Es eignet sich sehr gut, um hartnäckigen Schmutz von seinen Fahrradteilen zu bekommen, zum Beispiel Öl oder Aufkleberreste. Es verdunstet nach kurzer Zeit. Warum das voll gut ist, erfahrt ihr gleich. Und es hält lange, weil man nicht so viel davon benötigt. Als erstes kommen die Bar-Ends ab. Also, irgendwie muss das Zeug zwischen Griff und Lenker. Deswegen zwicke ich den Griff so ein bisschen vom Lenker ab, damit dort ein kleiner Hohlraum entsteht. Hier habe ich mal Tinte genommen, um die Funktionsweise besser darzustellen. Etwas Benzin rein, dann so loslassen, dass der äußere Rand vom Griff wieder den Lenker umschließt und somit die Flüssigkeit drin bleibt. Wenn man jetzt loslässt, verteilt sich das Benzin schon und wir helfen nach, indem wir drehen. Gut, nächste Portion. Jetzt lässt sich der Griff schon leichter zupfen und man kriegt das Benzin tiefer in den Griff. Die Hohle kann man so ein bisschen weiter runter zupfen, loslassen, drehen. Das kann man so lange machen, bis der ganze Griff sich dreht und somit leicht abziehen lässt. Tada! Nächster Schritt, Lenker sauber machen bzw. entfetten. Schön sauber, ne? Das Benzin ist super geeignet dafür, besonders in Kombination mit einem sauberen Lappen. Jetzt kommt etwas Tempo in die Sache. Da das Zeug schnell verfliegt, muss man sich jetzt etwas beeilen, um die Gleiteigenschaft nutzen zu können. Ruhig etwas großzügiger das Benzin in den Griff laufen lassen und dabei den Griff drehen, damit es sich schön verteilt. Dann schnell den Lenker versorgen und zack zack den Griff auf den Lenker gezogen, bis er in der richtigen Position sitzt. Auf der zweiten Seite natürlich auch. Vorausgesetzt, Griffe und Lenker sind sauber oder neu, und dann braucht man ungefähr 5 Minuten warten maximal und der Griff sitzt bombenfest, da das Benzin verdunstet ist. Unfassbar, oder? Wichtig, Lenkerenden noch draufstecken, denn das schont den Lenker und schützt euren Körper vor bösen Verletzungen. Das war's, bis zum nächsten Ding. Warte, läuft noch? Scheiße.